Hallo Leute, ich habe euch mal wieder eine Funko Pop Figur mitgebracht. Diesmal ist es die Laura Palmer von Twin Peaks. Ja, Twin Peaks, ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. So, ja, ich glaube, die war aus Ende der 80er oder Anfang der 90er. Es ging da um so einen Mordfall und da ist natürlich das Opfer gewesen, die Laura Palmer, die man jetzt hier als Funko Pop Figur gemacht hat. Dafür muss ich eine kleine Story erzählen. Ich bin durch den Mediamarkt gegangen. Lauf so an ein paar Regalen vorbei. Ich war mal wieder so völlig weggetreten in DVDs und Spiele und was man sonst so sieht. Und dann hatte ich so im Augenwinkel das Funko-Pop-Regal. Und dann bin ich da vorbeigegangen. Ich denke, irgendwie sah die eine aber komisch blass aus. Ja, und dann habe ich halt sie gesehen. Ja, und da muss ich mich echt totlachen. Ja, Thema Tod, ja, eine Leiche als Funko-Pop. Das fand ich sehr lustig. Und dann auch noch so eine kultige von Twin Peaks. Ja, und da habe ich gedacht, ja, das Ding muss auf jeden Fall mit. Aber die packen wir auch gleich hier aus, die wollte ich euch zeigen. Ja, das soweit zu der Serie. Und hier auf der Rückseite, also auf der Vorderseite, sieht man hier auch noch, sieht ihr da hinten? Da ist sogar noch so ein Bild, sehe ich gerade, von Erde oder Schlick oder so, keine Ahnung. Das ist eigentlich selten, dass Funko Pop im Hintergrund so ein Bild macht. Aber das werden wir gleich beim Auspacken nochmal sehen. Ja, wie gesagt, hier vorne wieder in diese typischen Sichtfensterchen, wie die das haben. Was mir auch nur aufgefallen ist, das kenne ich auch gar nicht, dass wir hier so einen Aufhänger haben. Ob das nur dann ist, wenn die beim Mediamarkt hängen, keine Ahnung. Dann haben wir hier die Nummer 447. Ich denke mal, das sind die Film-Funkos. Ja, wie gesagt, Laura Palmer. Und hier ragt das wieder so rein. Das gefällt mir immer sehr gut, aber in dem Fall verdeckt es schon sehr viel von der Figur. Ja, dann haben wir hier die Seite. Da sieht man dann nochmal die gute Laura, wie sie in ihrer Plastiktüte da liegt und in Klebeband abgepackt. Also ist schon irgendwie sehr makaber. Und hier auf der Rückseite sieht man dann halt die anderen Darsteller von der Serie. Ja, das ist ja hier so der Hauptdarsteller. Und ja, sie hier ist... kennt man ja auch, die da andauernd rumtanzt da in den Laden. Und ja, das so mal am Rande. Aber wenn ihr die Serie kennt, kennt ihr die ganzen Charaktere. Die gibt es jetzt halt auch. Aber ich fand, Laura war wirklich das Highlight. Die anderen würden mich jetzt nicht so reizen, aber die musste auf jeden Fall mit. Ja, aber kurze Rede, kurzer Sinn. Dann wollen wir die gute mal auspacken und mal aufmachen. Und ich zeige euch dann auch dieses Foto da im Hintergrund. Bin sehr neugierig, was das so ist, ob das jetzt hier, ah, hier seht ihr das, ah, das ist sozusagen so eine Art Postkarte, das ist dann der Strand, sie liegt ja im Wasser, am Strand wird sie gespült und das ist praktisch der Strand, der wurde abfotografiert und dann hinten als Hintergrund gemacht, das ist ja mal sehr nice, also da hat Funko ja mal Gas gegeben, würde ich sagen, also ich kenne das gar nicht, kennt ihr vielleicht eine Figur, wo das auch so ist, finde ich schon sehr nice. Ja, dann packen wir mal die gute Lara aus. Zack, da haben wir sie auch schon. Passt auch ganz gut, weil sie ist ja in dieser Verpackung hier und die ist ja auch aus Plexi. Die packen wir mal runter. Eigentlich müsste ich ja dann das hier so hinstellen und den guten Strand hier dahinter, ne? Damit man auch so einen Hintergrund hat. Ja, dann machen wir sie mal auf und ja, sie ist einfach nur auf so einem Ständer kommt da noch dazu. Da ist die Verpackung hier so aufzuklappen. Dann gibt es einmal so einen Stand. Da wird sie auch festgehalten, wie ihr es seht. Ja, finde ich immer ganz gut gemacht. Das kenne ich eigentlich auch noch gar nicht so. Man sieht schon, ich habe schon lange keine Funkos mehr gehabt. Da sind viele Sachen bei, die ich so von denen noch nicht so kenne. Und hier haben wir dann halt die gute Leiche. Ihr könnt sie dann auch irgendwie so hinlegen. So ist es ja eigentlich dann gedacht, dass man sich vielleicht hier so auf den Strand hier so legt. Und damit jeder weiß, wer sie ist. Aber wie gesagt, ich zeige euch erstmal das Gesicht. Sie hat dann auch, die Augen sehen zu, die ist am Schlafen. Nicht am Schlafen, sie ist ja natürlich tot. Ich gucke gerade, ja, der Kopf bewegt sich hier ziemlich, aber gut, er hält. Ja, dann haben wir hier so, ja, es sieht fast aus wie so Goldstaub im Gesicht. Das sieht schon ein bisschen mehr aus wie Weihnachten als jetzt eine Leiche. Ich weiß, das soll Sand sein. Ah, das soll... Das soll der Sand vom Strand sein, der da dran ist. Aber hier in dem Licht sieht es so ein bisschen aus wie Goldstaub. Ja. Man sieht dann auch diese blauen, blassen Lippen. Was sehr gruselig eigentlich. Also ich finde die Figur irgendwie gruselig. Ich weiß nicht, geht euch das auch da draußen? Ja, sieht auf jeden Fall cool aus. So von der Seite.
Und hinten sieht man halt diese Tüte hier. Das hat so ein bisschen was von so einem Eiskristall, ne? So wie eingefroren. Und hier drunter ist auch noch irgendwie eine Nummer oder so. Da schimmert so ein bisschen durch. Und ihr seht auch die Figur. Ja, doch, sie hat ein Höschen an. Also die ist nicht ganz nackt unter der Plastiktüte. Und da ist sie wunderbar eingewickelt. Hat so ein bisschen auch was vom Eiskristall, als die Figur eingefroren ist. Aber in diesem Fall ist es ja ein Leichensack oder eine Plastiktüte, wo sie drin verpackt ist. Ja, dann hat man hier unten die Füße, die sind dann auch so zu. Kann ja natürlich damit nicht stehen, deshalb ist auch dieser Stand dabei. Ja, und ihr seht dann, hier ist auch nochmal das Hinterteil. Ja, sie ist dann auch nur in Unterwäsche. Aber ich meine, sie wäre in der Serie, meine ich, völlig nackt gewesen. Aber ich weiß es nicht, müsste ich die Serie mal wieder gucken. Ja, die Augenbrauen sind auch so schön golden gemacht. Also das Ganze ist so ein bisschen mehr Gold wie Sand. Seht ihr auch hier oben an den Haarsträhnen. Das sieht alles mehr so golden aus statt Sand. Aber gut, gibt der Figur dann noch eine besondere Raffinesse, als wenn man jetzt nur mal einen Farbton genommen hätte. Finde ich auch ganz gut. Dann kann man sie hier praktisch in diesen Ständer. Ah, die wird an den Kopf praktisch eingeklickt. Seht ihr das? Und dann bleibt die einfach so stehen. Ja, haben die auf jeden Fall cool gemacht mit den Ständern. Das ist eine gute Idee. Dann kann man sich die halt so hinstellen oder sie bleibt dann auch in der Verpackung stehen. Oder ihr legt sie hin. Aber wenn man sie hinlegt, dann kann man sie ja gar nicht so richtig erkennen. Ja, die wollte ich euch mal kurz zeigen. Gibt es jetzt nicht ganz so viele Details dran. Ja, kurzes Video hier. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Funko Pop Review oder zum anderen Video auf meinem Kanal. Ich sag dann mal, bis denn. Ciao.